Guten Morgen, liebe Claudia. Guten Morgen, Annette. Wir sind immer noch bei den Wechselfiebern, Paragraphen 239 bis 240 des Organons von Hahnemann. Und da sagt er, da fast jede Arznei in ihrer reinen Wirkung ein eigenes, besonderes Fieber und selbst eine Art Wechselfieber mit seinen Wechselzuständen erregt, was von allen den Fiebern, die von anderen Arzneien hervorgebracht werden, abweicht, so findet man für die zahlreichen natürlichen Wechselfieber homöopathische Hilfe in dem großen Reiche der Arzneien und schon für viele solche Fieber in der mäßigen Zahl der bis jetzt an gesunden Körpern geprüften Arzneien. Ne? So klingt schon wieder so ein bisschen so an. Eigentlich brauchen wir mehr Arzneien. Es sind noch nicht so viele geprüft worden, aber auf jeden Fall fast jede Arznei beinhaltet solche oder kann solche Zustände hervorrufen. Genau. Ja, also wir haben im Prinzip hier unsere Wechselfieber, unsere Kurve, ja. Und hier habe ich einfach mal ein paar Röhrchen mit Arzneien aufgemalt und jedes von diesen Arzneien ruft eben so ihren ganz eigene Art von Fiebern hervor, ja. Und deswegen kann man eben in unserer Auswahl, wenn man sich das nur wirklich genau anguckt, tatsächlich auch was Passendes finden. Oft ist es halt tatsächlich so, dass auch Krankheiten, die wir eigentlich gar nicht unbedingt mit Fieberzuständen verbinden, trotzdem sowas hervorrufen können. Man muss nur halt gucken, ja. Also man muss, also heutzutage verbinden wir oft Arzneien eher mit anderen Sachen, ja, und gar nicht unbedingt so sehr mit der Fieberbehandlung. Das war zu Hahnemanns Zeiten halt anders, wo eben gerade so diese akuten, fieberhaften Zustände, gerade auch Wechselfieber, etwas war, was die Homöopathen wirklich häufig behandeln mussten. Mhm. Okay. Ne, also, wo ich will noch mal kurz darauf zurückgehen, dass ich hier dazu gesagt habe, dass er darauf anspricht, dass man noch mehr Arzneien prüfen sollte. Das ist natürlich auch anders heutzutage. Inzwischen sind natürlich extrem viel mehr Arzneien geprüft. Und manchmal sind da auch Arzneien, ja, sagen wir mal, in der Materia Medica, wo man sich dann wirklich fragt, was machen die da eigentlich, weil sie noch nicht mal richtig geprüft wurden. Aber ja, wie auch immer, also Hahnemann hätte das sicherlich auch nicht gut gefunden. Da hätte er dann wahrscheinlich irgendwann auch gesagt, nun reicht das, und kommt man nicht, bringt man nicht immer noch mehr und mehr und mehr, mach mal lieber das, was lieber ihr habt, sorgfältig. Vernünftig. Lieber genau. So. 240. Wenn aber das für die damals herrschende Epidemie von Wechselfieber gefundene homöopathisch spezifische Heilmittel bei dem einen oder dem anderen Kranken keine vollkommene Heilung bewirkt, so ist stets, wenn nicht Sumpf gegen die Heilung verhindert, das psorische Miasma im Hinterhalte und es müssen dann antipsorische Arzneien bis zur völligen Hülfe angewendet werden. Na, also hier das mit der Sumpfgegend, da hatten wir letztes Mal gesagt, hat er teilweise dann gesagt, da müssen die Leute halt da aus der Sumpfgegend raus. Yeah. Was natürlich auch wieder der Zeit Hahnemanns ganz einfach zuzuschreiben ist. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall hier, sagen wir mal, in Deutschland so in der Art nicht kennen mehr. Aber nicht mehr, genau. Ja, ja. Seit die Flüsse alle begradigt wurden. Ne? Genau. Genau. Also, ja. Also im Prinzip sagt Hahnemann dann, okay, also wir versuchen erstmal, mit dem Mittel, was wir denn so haben, ja. Aber eigentlich antipsorische Behandlung kann da dann eben auch hilfreich sein, ja. Antipsorische Arzneien, diese speziellen Mittel in der Auswahl, weil die eben diese Chronizität angehen, ja. Und das ist da in dem Zusammenhang halt wichtig, weil diese Wechselfieber halt oft eben, also zum Beispiel Malaria ist ja durchaus eine chronische Erkrankung. Das ist ja nichts, was jetzt mal so nur mit in 3-4 Wochen erledigt ist oder sowas, sondern das hält sich halt dann. Da bleiben halt die Anfälle. Ja, wobei wir vielleicht an dieser Stelle auch mal so ein kleines bisschen, also mir stößt das immer so ein bisschen auf, ja, ne? Psorische Arzneien. Gut, das sind die Arzneien, die hat Hahnemann in seinen chronischen Krankheiten dann als antipsorische Arzneien bezeichnet. Genau. Aber im
Prinzip geht es doch einfach darum zu erkennen, es handelt sich hier um ein chronisches Krankheitsbild und das weist bestimmte Eigenschaften auf. Und dann kann ich ja auch miasmatisch behandeln, weil es sind eher psorische Zeichen oder vielleicht irgendwie psychotische, syphilitische oder was es sonst noch für Miasmen. Ja. Also, ja, dass ich hier eine Arznei gebe, die eben diesem Miasma, was die Heilung verhindert, denn das ist es ja. Es wird irgendwie, gibt es eine passende Arznei, ja, in diesem Wechselfieber und sie wirkt nicht. Ja, es geht davon ausgegangen, dass es da liegt was Chronisches zugrunde. Da muss ich jetzt also erstmal dieses Chronische angehen, damit nachher das andere auch geheilt werden kann. Ja, ja, so. Genau. Also es geht auch halt hier um sowas wie den Haltepunkt, ja. Also dass eine bestimmte Erkrankung, da gibt's so eine Geschichte von einem Homöopathen, der immer wieder epileptische Anfälle behandelt hat mit Belladonna, ja. Diese epileptischen Anfälle hat er auch immer erfolgreich mit Belladonna behandelt, aber das eigentliche Problem war ein immer weiter wachsender, im Hintergrund wachsender Hirntumor und der Patient ist dann schließlich verstorben, weil das Belladonna eben den Hirntumor nicht angehen konnte. Ja, ja. Also es geht hier halt auch darum, dass eben eine Arznei, die so rein auf diesen Fieberzustand gehen würde, also wenn wir zum Beispiel sowas wie Aconitum oder sowas geben würden, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man das tatsächlich bei Wechselfiebern machen würden, ja, also wenn Aconitum nicht in die Situation ist, ja, ja, genau. Also genau, aber also Aconitum wäre sicherlich auch so etwas, was nicht unbedingt diese Chronizität des immer wieder kommt etwas erreichen könnte. Das wäre vielleicht für die, es könnte vielleicht die Fieberintensität schwächen oder sowas, aber diese immer wieder Wiederholung, da käme es dann halt nicht ran. Und das ist so etwas, in diese Richtung geht Hahnemann da auch, ja. Und ich denke, es sind verschiedene Aspekte und er nennt sowas halt dann immer antipsorische Arzneien, etwas, was halt in der Lage ist, nicht nur fokussiert auf diese eine Situation, sondern einfach so ein bisschen breiter aufgefächert zu gucken, ja, und mehr diesen chronischen Gesamtzustand eben zu behandeln, ja. Genau. Und da sagt er halt, dafür kommt eine bestimmte Art, bestimmte Gruppe von Arzneien halt in Frage und das nennt er eben diese antipsorischen Arzneien. Genau, das fand ich einfach wichtig, jetzt nochmal so ein bisschen zu thematisieren, zu dem Fall, ja, den du gerade eben sagtest. Ja. Ja. Na, das ist natürlich sehr krass und da möchte ich auch gleich nochmal kurz ergänzen. Natürlich werden wir bei unseren Patienten auch alle notwendigen Untersuchungen, wenn sie solche Erscheinungen haben, durchführen lassen, beziehungsweise den Patienten dann empfehlen, sich da genau untersuchen zu lassen, denn das ist natürlich verheerend, so etwas. Ja. Ich hoffe, es ist in dem Fall nicht so gewesen, dass durch die homöopathische Behandlung der Mensch sich hat überhaupt gar nicht untersuchen lassen, weil dann ist das ja wirklich ein schwerster Kunstfehler. Das ist ein Fall von vor über 100 Jahren. Also das ist nichts von jetzt. Das ist wirklich zu einer Zeit, wo man diese epileptischen Anfälle und den Tumor höchstwahrscheinlich überhaupt nicht hätte behandeln können. Also insofern war das sogar eine erfolgreiche Behandlung. Ja, okay, dann das fand ich jetzt richtig als Ergänzung. Nein. Sehr gut, dass du das nochmal angebracht hast. Ja, es ist ein historischer Fall aus einer Zeit gewesen, wo das tatsächlich eine erfolgreiche Behandlung trotzdem gewesen ist. Ja, vielleicht wäre mit einer anderen Mittelwahl, die eben vielleicht diese Tumor zurückgehen können. Ja. Vielleicht, das vielleicht, wissen wir vielleicht, nicht. Vielleicht, ja. Nee. Genau, können wir nicht sagen. Und mir fällt im Moment gerade der Homöopath auch nicht ein, der das gemacht hat, weil eigentlich. Vielleicht können wir das ja vielleicht. Das war Burnett, glaube ich. Burnett, okay. Ich glaube, es war Burnett. Ja, ich werde mal versuchen, bevor ich das hier veröffentliche, mal herauszufinden, ob ich das irgendwie nochmal als Quelle dann angeben kann, weil das ist natürlich schon ein interessanter Fall, aber, der ist relativ bekannt, ja. Sollte einem zum Denke nach, sei vorsichtig und so weiter veranlassen. Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja. Ja, das war's dann auch für heute wieder. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, euch auch, und sage tschüss. Tschüss.